Hallo Freunde des Lichts, es gibt was Neues aus dem Hause Nextorch und zwar ein neues Einsatzmittel. Ich habe es hier mal, um das mal zu verdeutlichen, mal einfach mal hier an dem Gürtel festgemacht. Das ist also hier mit diesem Halteclip. Der Halteclip passt auch hervorragend an eure Einsatzwesten. Und ja, was diese neue Nextorch UL10 UV kann, ja, das zeige ich euch jetzt mal in diesem Video. Die technischen Daten, wie gesagt, wie immer, könnt ihr unten in dem Video lesen. So, also wie gesagt, hier mit dem Clip kann man sie hervorragend an der Einsatzkleidung oder an der Einsatzweste vor allem festmachen. Kommt so daher. Und ich kann sie auch ganz einfach, also das heißt, wenn ich jetzt den Schalter hier oben haben möchte, habe ich sie so im Clip drin. Ich kann das aber auch eben ganz schnell wechseln. So. Dann habe ich den Schalter hier unten. Ja, das heißt so, und ich kann sie einstellen, wie ich sie mir haben, also wie ich sie brauche. Ne? Das heißt, wenn ich das Licht, wenn ich zum Beispiel jetzt so eingeklipst habe an der Einsatzweste und ich will das Licht zum Lesen haben oder zum Dokumenten kontrollieren, weil da kommen wir nämlich gleich zu, dann ja, stelle ich sie mir halt so ein. Dieser Clip kann aber noch mehr als die Lampe einfach nur halten. Wenn die Batterie mal leer sein sollte, also die UL10 UV geht sehr sparsam mit den Batterien um, aber irgendwann sind sie ja mal zu Ende, dann könnt ihr mit diesem Clip nämlich ganz einfach das Batteriefach öffnen. Hier seht ihr hier den Pfeil da. Da, ne? Und damit man nicht die schön manikierten Fingernägel ruiniert. So, diese Batterien sind übrigens im Lieferumfang enthalten. Also betrieben wird sie mit Dreifach-A-Batterien oder Triple-A, wie sie auch genannt werden, oder Dreifach-Alpha, wie auch immer. So, ne? Und wenn sie so wieder dicht ist, ist sie also Spritzwasser geschützt. Da passiert also garantiert nichts. So, kommen wir aber jetzt zur Besonderheit von dieser UL10 UV. Und zwar dazu machen wir mal das Licht aus, bitte nicht wundern. So. Die kann nämlich UV-Licht. So, so ist das UV-Licht aktiviert. Und wenn ich jetzt unterwegs eine Kontrolle habe und ich lasse mir zum Beispiel den Fahrzeugschein anzeigen, dann kann ich ja mal eben gucken, ob der auch echt ist, der mir da entgegengehalten wird. Das kann ich mit dieser UL10 UV machen. Kann ich mal eben, wenn ich sie so an der Weste eingeklipst habe, halte ich den Fahrzeugschein mal drunter. Okay, der ist also nicht aus dem Drucker. Funktioniert natürlich genauso gut hier mit den. Mit den Markern auf den Ausweisen, ne, da Bundesrepublik, oder hier auf den Führerschein zum Beispiel, ne, da, ne, da kann man schön sich die Marke anzeigen lassen. Funktioniert auch nur, wenn die Lampe 365 Nanometer hat. Das heißt also, ja, es gibt da so ein bisschen günstigere Modelle, die ja mit Schwarzlicht, UV-Licht und so etwas beworben werden. Aber Vorsicht, Vorsicht, das müssen also schon die echten 365 Nanometer sein. Das heißt, ja, diese Lampe, es gibt vielleicht etwas günstigere, aber die taugen draußen nichts. Das heißt, ne, da kann man dann also, wenn man sich den Ausweis oder sonst was anzeigen lässt, ne, so, ne, dann ja, kriegt man da diese Merkmale eben nicht zu sehen. Funktioniert auch ganz gut, wenn man mal gucken will, ob die Uhr, die einem angeboten wird, ob die auch wirklich fluoreszierende, also hier diese Tritium-Zeiger hat. Funktioniert also auch hervorragend. Ne? Guck mal hier, die glimmen richtig auf da unter dem Licht. Ja, neben dem UV-Licht macht sie natürlich selbstverständlich auch ganz normales weißes Licht. Ne? So, Moment, so, ne? Die Lumenangaben und so, das ist wie immer ganz unten im Video, aber das ist also draußen ist das schon anständiges, helles Licht. Das heißt also, da kann ich schon ein paar Meter weit mit gucken. Ne? Und wenn ich mal was aufschreiben muss, dann muss ich auch nicht irgendwie eine Taschenlampe irgendwo zwischen Hals und Schulter und Kinn einklemmen, sondern ja, ich habe diese Lampe an der Weste, ne, und kann sie mir einstellen, wie ich sie halt brauche. Ne. So, machen wir mal wieder ein bisschen Licht hier, damit man sich die auch angucken kann. Sie kann auch gedimmt werden. Das heißt, so ist sie dann gedimmt. Ne. Das heißt, das ist also ein ganz angenehmes Leselicht so. Und sie hat dann auch noch zusätzlich einen vollautomatischen SOS-Modus. Das heißt, wenn mal was sein sollte, ne, dann muss man nicht dann die ganze Zeit drauf rumdrücken. Sie blinkt dann das SOS vollkommen automatisch. Ja, wie auf alles von Nextorch sind auch hier wieder 5 Jahre Garantie drauf. Das Ganze ist wie gesagt stoßfest und wasserdicht und lässt also so absolut keine Wünsche offen. Ja, ich wünsche einen ruhigen Dienst und bedanke mich fürs Zuschauen.
Musik.